Let's kill this game! Rakakakakan! So, willkommen Leute zurück zu Visage. Ja, ich habe jetzt nicht zufällig gerade irgendeinen bekannten Popsong zitiert. So, wir haben jetzt hier das Licht wieder angeschaltet im Electric Room. Ich höre hier Sachen. Oh, ja schön, da ist wieder der Schleimbatzen von ihm. Alter. Ihr seid so kacke. Sie alle lachen, Mann. Aber ihr seid nicht kacke, natürlich. Schön, dass ihr dabei seid. Wieder hier bei Visage. Visage. Ich habe gelesen den Kommentar, ich sag das immer so lustig. Visage. Bei mir, ich muss sagen, wenn ich sowas komisch ausspreche, geht da immer irgendwas im Kopf vor sich. Da habe ich das irgendwo anders schon mal gehabt. Dass ich dann irgendwie so ein ähnliches Wort gehört habe, das hat sich bei meinem Kopf festgesetzt und jemand hat das halt so seltsam ausgesprochen. Soll ich Aufzug fahren eigentlich? Ich weiß es nicht. Ist wohl der Plan. Ich weiß es nicht. Wie gesagt. Gut. Ich bin gespannt, wie lange es noch geht. Bin ich im Fokus? Warte. Mikro? Oh ja, gut. Ja, komm. Komm, do it. Wie gesagt, ich muss mal gucken, was ich danach spiele als Horrorspiel. Es gibt noch so vieles, was ich gerne zeigen möchte. Ich habe jetzt auch so ein richtig cooles Point-and-Click-Adventure bekommen, wieder im Cthulhu-Thema. Ich wollte irgendwann auch mal die Dread X Collection zeigen, wenn ihr euch erinnert. Dread X Collection ist. Habe ich mal erzählt, glaube ich. Das ist so eine kleine Sammlung von Horrorspielchen und die sind teilweise echt abgefahren und lustig. Dr. Arsch, bitte in den OP. Rakakakakan. Okay, das war mal eine Lampe. Die ist aber ganz schön krass, die Lampe. Ich meine, guck mal, wie das spiegelt. Macht das Glas zum Milchglas. Oh, das sieht echt schön aus mit dem Mond und allem. Feld. Oh, wieder ist hier alles. Oh, story time. So, Raken, right? I'm here with good news. Based on your behavior and recovery in the past few months, you'll be ready to leave and go home. Sounds good, right? There are just a few technicalities that need to be taken care of, but this will just take a couple days. With everything that happened, I'm sure you'll be very happy to leave this place. Alles klar, ihr habt es vielleicht nicht lesen können, vielleicht könnt ihr es nicht verstehen wegen dem Englischen, aber er sagte, ja, Mr. Rakan, Sie haben sich gut verhalten, ne? Und so wie es aussieht, können Sie demnächst nach Hause. Und Rakan lachte halt immer lauter. Oh Gott, ja, das klemmt, das ist gut. Er lachte immer lauter und hahaha, ja, aber, ne? Er ist halt immer noch sehr krank. Kann ich denn hier irgendwas machen? Hallo? Das klemmt. Kann ich den Schrank? Oh, ich kann den Schrank wieder verschieben. Ah. Ah. Und da soll ich mich jetzt durchquetschen. Guck dich mal diese Spitzen hier. Okay, ich mach's einfach. Ich will es ja noch ein bisschen beiseite treten. Lass die Lampe nicht hier, Mann. Bist du bescheuert? Ich weiß, wir verlieren jetzt bestimmt die Lampe. Achtung. Alter, nimm die Lampe mit. Oh. Das macht mich gerade so ein bisschen kirre. Okay, danke noch für den Hinweis, dass Rakan sich wohl beim ersten Mal, als er aus dem Krankenhaus geflohen ist, beide Beine gebrochen hat und deswegen hat er die Krücken gehabt. Ja, komm schon. Ein total dunkler, schwarzer Raum, einfach mal. Ja. Rakakakakan. I knew it! Oh, they're in big trouble now! With everything I know, I'll definitely take them down! You hear me, fuckers? I'm on to you! Hey, was steht da hinter der Tür? What are you doing? Who sent you? Wait, wait, wait! No! Am Ende war er echt nicht verrückt.
Wir haben es unter Titel mit Schrei. Er schreit halt die ganze Zeit. Ein Auge. Oh. Leute, ich wette mit euch. Oh, siehst du mal. Haben den wirklich überwacht oder so? Ich weiß auch nicht. Na komm. Mach es kaputt. Du willst es doch tun. Oder wir nehmen es einfach raus. Warte mal. Das ist der letzte Fortschrittsgegenstand. Dann haben wir das Kapitel ja schon abgeschlossen. Okay. Oder muss irgendwo noch ein Videotape sein, Leute? Muss hier doch noch ein Videotape geben. Hm. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich hier runterspringe, ist das wieder vorbei? Ach, da liegt's doch. Alles klar. Kapitel Rakan. Und das ist Prison. Ende von Rakans Kapitel. Endlich Ruhe. Schön. So. Meister von Dwaynes Erinnerungen. Warum sind das eigentlich seine Erinnerungen, wenn das... Ich versteh's halt nicht, ne? Das sind seine Erinnerungen, aber gleichzeitig... Und seine Familie ist ja immer noch tot. Der hat sie ja getötet, wie wir wissen. Nochmal ein Feuerzeugchen mit. Die Kamera ist jetzt verschwunden, wohin auch immer. Gut, aber damit können wir jetzt, glaube ich, auch das beste Ende freispielen, Leute. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es noch so kurz ist. Sorry dafür. Hätte ich das letztes Mal noch drin gelassen mit Rakan. Rakakakakan. Ich habe jetzt einen Ohrwurm von dem Lied. Und Eiweiß kommt denn da? Eiweiß kommt denn da? Ein Krokodil aus Afrika. Ja, ich hätte meine Tochter hier. Da wird man das nicht so schnell los. So. Und zwar gucken wir uns jetzt als erstes an, warte. Indifference. Zufälligerweise war das das Richtige. Genau das wollte ich nämlich zuerst schauen. Okay, ein kleines Kind. Am Strand. Die Musik ist ein bisschen laut gerade bei mir, Moment. Oh, besser. Jetzt besser. Mami. 80er Jahre Aircrime. Hallo. Sag hallo. Oh. Ist doch schön, so ein Tag am Strand. Oha. Vielleicht ruft einer an und sagt, ich bin in 7 Tagen tot. Das ist die Kühltruhe. Das ist ein Schrank. Der Safe, also der Fortschrittsraum. Irgendwo im Keller. Warum zeigt's mir das jetzt alles? Jetzt von vorne los. Indifference. Warte, die kann ich hier einlagern, das ist ganz gut. Das ist die jetzt. Ja, das ist die letzte. Hätte. So. Indifference. Wir schauen uns die alle an natürlich, aber ich will jetzt erstmal was zeigen. Und zwar, ich glaube, das war jetzt das erste Easter Egg. Beziehungsweise, ich werde jetzt mal speichern. Ich werde wahrscheinlich auch gleich nochmal einen Cut machen und mal ganz kurz schauen, was die Voraussetzungen sind für das perfekte Ende. Weil ich kann mir jetzt ja nichts mehr passieren hier. Die sind ja alle... Oh. Fragezeichen. Ne, ist noch verschlossen. Es gibt ja noch einige verschlossene Kisten hier im Haus. Oben, da liegt doch was. Ein seltsamer Rahmen. Oh! Okay. Soll ich mir das... Ich schaue mir jetzt nochmal an, Indifference, glaube ich. Oder warte mal. War da noch... War noch der Stuhl im... Ich gehe jetzt erstmal in den Safe Room gucken, also den Fortschrittsraum. Ob hier vielleicht was liegt. Ja. Vielleicht müssen wir wirklich jeden Hinweis befolgen, den man auf dem Tape gesehen hat. Pro Tape, also es gibt ja 7. Und man kann das beste Ende nur bekommen, wenn man alle 7 Tapes hat. Aber ich frag mich, was gibt's für ein anderes Ende? Dass ich mir mit dem Colt irgendwie in den Kopf schieße oder was? Ach, guck mal hier, da steht er jetzt. Noch ein Rahmen.
Aha. Das sind wahrscheinlich die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, die ich alles sammeln muss. Ich muss mir das Tape gerade nochmal kurz anschauen. Wir schauen nochmal rein. Aber es geht ja immer wieder von vorne los. Ist jetzt leider auch nicht alles gemerkt. Das Haus. Ich kenne mich mittlerweile einigermaßen gut aus im Haus, aber es ist halt so verdammt riesig. Ich meine, nicht jeder von euch hat einen Keller, ja? Sagen wir es mal so. Oder nicht jeder von uns. Ich wohne ja jetzt in einem Haus hier, aber es kostet ja auch nichts. Wir sind ja auf dem Land. Aber ich kenne das. Man hat ja nicht oft einen Keller und die haben halt sogar noch mehrere Zugänge zum Keller. Was für Bonsen, oder? Das ist schon richtig krass. Wie ich es jetzt schon lesen könnte. Das ist Indifference. Hope on Indifference. Hope on Indifference. So, wir müssen mal gucken. Diesmal werde ich mir merken, wo alles ist. Also es war auf jeden Fall das eine, was wir hatten im Kühltruhenraum. Dann der Stuhl beim Fortschrittsraum. Oh, das ist die Kettentür. Die werden wir vielleicht damit öffnen, wer weiß. Ja, ich brauche mehr Input. Mehr Input. Schreibt mir das jetzt auch nicht auf, das macht keinen Sinn, das ist viel zu schnell. Da verpasse ich vielleicht wieder was. So. Das ist mir einfach gedanklich. Ja, so, das sind die Bilder, die wir brauchen. Das sind 5? 6? Habe ich nicht gesehen. So. Sind wir das vielleicht sogar? Das ist wahrscheinlich kein Raum. Wird auch kein Raum sein, den wir... Oder? Ja, da ist das mit dem einen Rahmen. Ah, im Schrank. Irgendwo im Wohnzimmer. Das ist der Fortschrittsraum. Irgendwo im Keller. Und hier an der Küche ist das. Alles klar. Alles klar. Herr Kommissar. Ich glaube, das kriege ich hin. So. Nämlich hier ist einer. Ich werde jetzt nämlich nicht einfach blind das ganze Haus durchsuchen. Kannst du knicken. Das machen wir nicht. Ich weiß nämlich, wie gesagt, wo alles ist eigentlich. Hier ist das einer. Dein Ernst? Wie gesagt, hier müsste einer sein. Aber ich sehe jetzt keinen. Ist auch hier gewesen? Verdammt. Verdammt, verdammt. Wie gesagt, ich werde mehrere Schnitte machen und dann aber schon finden alles. So viele Wandschränke hier in dem Haus. Was ist los mit euch? Hier ist doch einer, doch ein seltsamer Rahmen. Da suppt ja auch was durch die Decke hier. So, warte mal, es war noch was im Keller. Ich erinnere mich übrigens, ich habe nachgeschaut. Haha, ich erinnere mich. Nein, ich habe nachgeschaut. Und zwar ist das mit dem Easter Egg, das finden wir woanders. Ich habe jetzt zwar den Weg dafür geebnet, aber... Ist hier vielleicht noch was? Hier war doch was, oder? Habe ich doch auf dem Tape... Nee? Okay. So. Wir brauchen nämlich noch was anderes dafür. Wie gesagt, ich werde gleich nochmal gucken überall. Ach, schau mal, da ist doch einer. Ist doch ein Rahmen. So. Und zwar brauchen wir noch was aus dem Badezimmer, denn das hat was mit Lucy zu tun. Das ist noch ein Easter Egg mit Lucy. Und hier ist jetzt ein Schlüssel am Wasserhahn. Ja, Safe-Schlüssel, er ist wirklich hässlich. Oh, ist der... Egal. Erstmal Licht überall wieder an. Ich finde es nämlich etwas unheimlich ohne. So, hier Safe-Schlüssel. Aufmachen. Perfekt. Und hier haben wir Raum 302. Seltsame Nachricht, was bedeutet das? Mhm. Und das ist jetzt quasi der Öffner für ein weiteres Mysterium des Hauses.
Ich habe schon gesehen, diesen Vortex, wenn wir uns eine Tasse heiße Schokolade machen wollen. Alles total bekloppt. Alles bekloppt. So, warte mal, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Rahmen und 2 müssten noch im Keller sein. Ich weiß auch ungefähr wo. Nee, warte mal, das stimmt gar nicht. Einer ist im Keller, wo ist der andere? Ist egal, wir gucken gleich nochmal. Wie gesagt, wenn, dann werde ich es rausschneiden. Erfolglose Suche. Und hier ist nämlich noch eins. Da, im Power Room mit den ganzen Müllsäcken. Seltsamer Rahmen. Und ein Feuerzeug. Ist leer. Nein, das ist nicht. Das werde ich einpacken. Aha. Ein Snack für später. Das Vieh hier vielleicht wieder. Nee. Jetzt fangen müssen. Ich ärgere mich so. Ich hätte es echt fangen müssen. Ich glaube, hier ist noch eins im Storage. Dann haben wir alle Bilder. Warte, warte. Ja. Wir haben alle Bilder gefunden. Wie gesagt, ich muss euch auch gleich mal schauen, wo das schlechte Ende zu finden ist. Ich habe keine Ahnung. Weil offensichtlich, wenn es ein Good Ending gibt, gibt es ja auch ein Bad Ending, oder? Und das ist das... Achtung, ich blende mich mal aus. Viel Spaß. Zimmer 302 aus The Room. Silent Hill 4 The Room. Ist das. Das war's. Und ich hab die Kamera wieder. What? Okay, die legen wir das. Die brauche ich ja nicht. Ja, das war das Easter Egg. Das letzte mit Lucy. Und ja, jetzt ist der Zettel auch weg. Einfach mal abdancen, die Alte. Also das Mädchen. Alte. So, ich weiß jetzt leider gerade nicht, was ich mit den Spiegeln machen soll. Aber wir schauen uns mal das nächste Tape an und finden einen weiteren Hinweis. Hätte irgendwo hier eine. Oh, Jesus. 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 Der Käse-Jesus. So, was haben wir hier? Das ist, warte, erstmal untersuchen, bevor ich mir das reinziehe. Das ist Prison. Ist auch ein Lied von System of a Down. Beste Band der Welt übrigens. So, Prison. Ja, Karussell und Gefängnis. Weiß ja nicht, ob das... Hat das was miteinander zu tun? Ich glaube nicht. Hier die Wand. Das Gefängnis des Spaßhabens als Kinder. Schrecklich. Eine Marter, dieses Spaßhaben. Pfui. Warum ist das gemischt mit dem Karussellfahren der Kinder? Die haben doch offensichtlich Spaß. Ist das alles von uns? Ich meine, also unsere... Betrifft das uns als Person oder ist das irgendwas random von anderen? Schon wieder die Wand. Ist jetzt eine Schleife? Hallo, winke, winke. Offensichtlich ist das eine Schleife, ha? Huh? Ja, sieht so aus. Okay. Ich frag mich jetzt halt auch, brauchen wir das noch irgendwo? Leg das mal da rein. So. Gibt's jetzt irgendwo was, was uns hier weiterhilft? Wie gesagt, ich werde immer mal speichern. Können wir jetzt vielleicht einfach raus hier? Ich guck mal, ob ich das Bad Ending jetzt irgendwie bekomme. Das geht schon mal nicht. Okay, ich habe nachgesehen. Also in der Tat braucht man jetzt noch 7 Teile von irgendwas. Ich werde nicht verraten, was. Ihr werdet sehen. Und es gibt 2 Endings. Das eine habe ich ja schon gezeigt. Indem ich, ja, einfach die Knarre genommen und uns damit erschossen habe, Dwayne. Also, das ist das schlechte Ende. Das mit dem... in den Kopf schießen selber. Aber ich habe jetzt mal aufgeschrieben, was wir alles machen müssen. Und zwar, Prison ist ein bisschen kompliziert, muss man sagen. Wie soll man darauf kommen? Also wir gehen jetzt einfach mal für Prison. Wo ist mein Feuerzeug? Danke. So, Prison. Das Tape habe ich mir angesehen. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal in den Keller. Beziehungsweise soll ich erst Affliction machen. Oder beziehungsweise Indifference. Mal sehen. So, hier ist, glaube ich, nämlich... Ja, man sieht hier die Umrisse an der Wand. Dort müssen wir die Bilder aufhängen. Aber wir gehen erstmal das Prison-Ding machen. So, dafür müssen wir nämlich hier hin. Wie gesagt, es ist total konfus irgendwo. Aber ich meine, das ganze Spiel war ja bisher ein bisschen konfus, was man so machen musste. Es war zwar teilweise schon sehr cool von den Rätseln, aber auch ein bisschen sehr seltsam. So, jetzt gehen wir hier rein.
Und jetzt soll wohl irgendwas passieren, wenn wir hier lang gehen. Jo. Wie kommt man darauf, bitte? Aber ich meine, gut, die Rohrleitungen an der Decke, die waren schon recht... Die waren schon ein bisschen vielsagend, muss man sagen. Ja, also ist schon ein ganz guter Hinweis gewesen. Und jetzt sind wir ganz woanders plötzlich. Vermeide es zu lange im Dunkeln zu stehen. Ah, vermeide es zu lange einen Tinnitus zu haben, der dich zum Wahnsinn treibt. Hier, das ist ein Sledgehammer. Ich kann gerade nichts ablegen. Aber egal. Über die Zap. Oh! Natürlich funktioniert das nicht. Soll ich das fallen? Das war echt ziemlich dumm. Ich lasse die Kamera fallen, oder? Nee, ist auch dumm. Ich lasse das Feuerzeug fallen. Komm. Was soll's. Oh ja. Please. Oh! Alter! Was? Du bist jetzt dem Untergang geweiht. Ach so, dann. Na dann. Das ist ja schön. Aber ist die Kamera am Laggen? Nee, geht. Macht mein Haaransatz, ja. Ich komme so langsam in das Alter, wo man sich Sorgen um seinen Haaransatz macht, aber wie ihr seht, Monchichi, immer noch. So. Immer noch. Warum sehe ich das Maus? Warum sehe ich das Maus? Heiser, wo geht ihr jetzt hin? Okay, also ich habe mal nachgeschaut. Es ist echt seltsam, was man hier machen muss. Und zwar muss ich mir die Glühbirnen nehmen. Das muss das Feuerzeug fallen. Und dann muss ich die jetzt einzeln in die Fassung hier. So. Und muss dann die Wand einhauen, um weiterzukommen. Es gibt einige Wände und die muss ich jetzt alle erkunden. Na komm. Ja. Oh, das ist das Schlafzimmer. Da komme ich nicht rein, oder? Ich komme nicht hier rauf. Ich muss mich halt auch beeilen wegen dieser komischen, schleimigen Schattenkreatur. So, ding, ding, ding. Mal schön das Exit. Oh, guck mal, man sieht schon, ein Teil der Steine sind rausgehauen. Wie gesagt, das muss ich jetzt ganz oft machen. Ja, warte mal, was? Hier ist irgendwas anders. Ach nee. Ach ja, da komme ich ursprünglich her. Ich muss halt immer an die Decke gucken und ich muss immer gucken, dass dieses Schleimvieh mich nicht erwischt. So. Aber so funktioniert's. Das ist der Trick dabei. Dacht einem auch keiner. Wie gesagt, das Spiel ist sehr kryptisch. Manchmal. So. Guck mal, da sind wieder die Augenlosen in Anzügen. Oh Gott. Oh Gott. Was ist eigentlich mit Rakan passiert? Wurde er am Ende getötet? Oder hat er denn irgendwie wieder zu Hause Dummzeug gemacht? Wer weiß. So. Ja, hier komme ich wie gesagt her, da werde ich wohl nicht weiterkommen. Ich weiß aber nicht, was das auslöst, dass das Vieh kommt. Vielleicht, wenn ich zu lange untätig bin. Will ich nicht ausprobieren. So, nächste. Aruk. Schön. Warte mal. Die Kiste. Ja, warte mal. Ich kann mir schon denken, warum ich die brauche. Aber ich muss das halt auch wieder mit Licht hier alles versorgen, ne? So, sonst... Wahrscheinlich ist das der Grund, warum das Vieh dann immer wieder auftaucht und mich erwischt. Aber warte, ich habe doch im Licht gestanden. Das hat mich trotzdem... Ist egal. Ich mach das jetzt einfach... Nein, nicht den Hammer, bitte. Houdini! Nimm ihn mit. So. Nimm ihn. So. Okay, ich kann einfach durch die Kiste durchlaufen, offensichtlich. So, hier. Wie gesagt, immer Licht machen, besser. Ich überspringe jetzt einfach mal eins, hihi. Weil ich frech bin. So, jetzt hier. Ist das jetzt automatisch vielleicht? Ja, sehr schön. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt? Das ist das Schlafzimmer des Jungen. Gut, boah, was haben wir hier? From Johnny to you. Ach. Ein ganz besonderes Geschenk. Hier kommt Johnny. Shining, wer es nicht kennt. Guter Film, wirklich. Mit Jack Nicholson. Ach, na dann, kann ich bitte speichern? Na. Bin ja auch nicht weiter.
Okay, ich gehe mal. Irgendwie scheint es hier nicht richtig zu sein, oder? Was ist jetzt nur ein Easter Egg, dass Johnny hier war und seine Familie der Axt töten wollte? Wie gesagt, Shining, guckt es euch an. Das Buch finde ich besser. Es gibt auch noch eine Neufassung mit Ewan McGregor. Das heißt Neufassung, ist es eigentlich das Sequel? Wirklich sehr sehenswert. Also ich fand es sehr, sehr cool. Ich mochte die Schauspieler total gerne. Und das heißt Dr. Sleeps Wachen. Schaut es euch an. Oh nein. Oh, der Hammer. Waterfall. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the river. Torture. Eigentlich dürfte ich ja dann auch keine Tabletten nehmen können, wenn hier alles verboten ist in der anderen Welt, ja? Mal um spitzfindig zu sein. Damit, danke. Danke sehr. Oh! Nee. Okay, damit hätten wir, glaube ich, das erste Stück, was ich brauche. Du Stück. So. Fein. Yes. Spiegelmaske. Achievement. Ja, man braucht, wie gesagt, 7 Teile der Spiegelmaske. Warum ausgerechnet 7? Ich weiß es nicht. Vielleicht die Todsünden. Ja. Aber wir haben, wie gesagt, jetzt eine davon. Kann auch ein bisschen dauern. Wie lange nehme ich jetzt auf für den Part? Ich weiß nicht. Ich guck mal, ob ich das nächste jetzt noch mache. Weil ich glaube, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich möchte eigentlich das Spiel jetzt bald beenden, wenn es geht, diesen oder nächsten Part. Wird aber nicht klappen, wenn das weiter in dem Tempo so funktioniert. Deswegen, wo war nochmal das mit den Markierungen? Da war das, genau. Hopp. Hopp. Alle. Jetzt kann ich da wohl reingehen, ja. Es ist noch eine andere Welt. Ist das eine Tür? Fancy. Das ist ja fancy. Oh ja, nicht so fancy. Was ist das auch? Das sind alles Dosen, oder? Ach, das ist Bier. Das sind Bierdosen. Hat jemand ein bisschen was getrunken? Naja. Natürlich funktioniert die Kamera hier nicht. Okay, also Prison ist halt... Er bricht aus seinem eigenen Gefängnis aus. Okay, die Pillchen. Nimmst du die blaue oder die rote Pille, Neo? Nein, nicht... Er frisst sie gleich. Jetzt alle nehmen, ja? Die rote? Oh. Jo, er nimmt sie, glaube ich, automatisch. Nee, doch nicht. Ich habe die violette. Aber ich habe eben auf die weiße gezeigt, nicht auf die rote. Würde ich auch machen. Einfach mal so bunte Pillen schlucken und ich weiß nicht, was sie bringen. So. Die Musik gefällt mir gerade sehr gut. Schluck. So. Zeit für Spaß. Oder auch nicht. Na toll, und jetzt habe ich die falsche Reihenfolge? Nee. Und wer weiß. Oh. Aber die haben sich hier richtig Mühe gegeben. Ich finde das so krass, die ganzen Animationen. Ist immer was Neues. Oh, noch mehr Pillchen. Oh, der ist total high on the fly. Bisschen Wasser trinken. Sieht aber nicht nach Wasser aus. Oh. Alles klar. Darf ich jetzt gehen? Oh! Was zum... Okay, die Tür ist einfach... Hat ihm wahrscheinlich nicht gefallen, da ich ihm zusehe. Kann ich verstehen. Künstler brauchen ja auch ein bisschen Freiraum. Was? Anxiety, Suffering, Guilt, Depression, Hatred. Kenn ich alles. Das hat man so mit Depressionen. Alles. Sorry, Anxiety. Ja, ja. Vergibt sich die. Ja, ist alles scheiße. Wirklich. Hass. Ja, Hass jetzt nicht so, aber selbst Hass. Hatred. Sorry. Anxiety, Suffering,
glaube, das ist... What? Ich sag doch, die haben sich so viel Mühe gegeben. Das ist der krasseste Shit ever hier. Das Spiel ist halt echt ein Kunstwerk, muss man sagen. Also ich habe selten Horrorspiele gesehen, die sich so viel Mühe geben mit irgendwas. Bitte nicht erwürgen. Ja, danke. Ich glaube wirklich, das ist halt seine eigene Hölle. Das ist... Aber dann ist er ja noch schlimmer als die anderen dran. Ich meine, guck mal, wenn er so einen Kram hier in Gedanken hat. Richtig Dante hier, oder? Dante Alighieri. Dantes Inferno. Die göttliche Komödie. Ach, du Scheiße. Leider schon hier sowas, ne? Das ist, wie gesagt, das... Ich will gar nicht wissen, wie viel Aufwand das ist für solche kleinen Sachen. Und dafür, dass die so wenige waren, zu zweit, ne? Wie gesagt, das ist schon... bombastisch. Fantastisch. Sagt meine Tochter jetzt. Und fabelhaft. Fantastisch. Und fabelhaft. Okay, soll ich jetzt einen auf Charon machen, oder was? Ich meine jetzt nicht aus Chorweiler. Toll. Charon aus Chorweiler, sondern der, der die Toten über diesen Fluss Styx fährt. Jetzt auch noch selber. Also, so wie du gerade... Ja gut, doch, das funktioniert. Ich wollte gerade sagen, aber wie... Es funktioniert nicht so ganz. Oh, ich muss wirklich lenken sogar. Das ist ja cool. Guckt euch das mal an hier, die riesigen Köpfe. So krass. Oh, da hat sich gerade einer erschossen, glaube ich, da vorne. Immer wieder. Ist er das vielleicht alles? Ihh! Was ist das für ein riesiges Gewulst? Und er erschießt sich immer wieder. Was ist das hier? Ihh! Oh. Lords. Das sollte ein Apfel gewesen sein, glaube ich. Also drehen ist nicht so schnell hier mit dem Boot irgendwie. Guck mal, er schießt sich immer wieder selbst. Aber hat er wirklich seine Familie umgebracht oder ist das alles noch abzuwenden? Ich meine, die Spiegelmaske könnte jetzt mehrerlei... Ja, guck. Häng. Cool, das macht er immer wieder. Ich meine, tut wahrscheinlich auch nicht gerade weh, aber ist auch nicht so schön, denke ich. Häng. Das abzuwenden. So eine Spiegelmasse kann eigentlich nur so bedeuten, man hält sich den Spiegel selbst vor. Weiß ich jetzt auch nicht, was für eine Symbolik das ist. Oh. Ah, ist klar. Automatisch. Camera ist im Lagerraum. Hört's mal an. Wie krass. Wie krass. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ich find's sau cool. Wie gesagt, man muss es nicht gut finden vom Horror, aber so vom Künstlerischen her. Wünsche ich jetzt eher gespielt, hey. Warum wollte ich. Kann ja auch nicht springen, leider. Ich wusste ja gar nicht, dass es jetzt irgendwie fertig. Die haben das halt so still und leise einfach mal dann released, ne? Och ja, übrigens, das letzte Kapitel ist jetzt da. Hier da. Lauf doch mal was schneller jetzt, komm. Turm der Schuld. Oh. Oha, das haben wir auch im Video gesehen. Ja. Ja, ja. Da, wo wir die Teile für den Dings gesammelt haben. Wird gespeichert. Okay, Leute. Ich glaube, das wird alles zu lang. Tut mir leid, wir machen nächstes Mal weiter. Dann machen wir noch die letzten 5 Tapes, beziehungsweise 5,5. Ich hoffe, ihr habt weiter Spaß dran und ich hoffe, wir kriegen das dann auch durch mit dem nächsten, weil, ja, irgendwann ist auch mal gut. Aber es war schön bisher. Es war sehr schön. Ich danke euch fürs Zusehen. Nicht vergessen, liken und kommentieren, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns zur Visage wieder. Bis dann. Tschüss.